Meinst du? Ich hab hier noch so ein Afuharo. Fun of Range, ey. Oh. Ich hab noch Sorg da hinten. Ich sehe das jetzt schon, wie die da rumspringt. Ich hatte eine Sorg hier hinten gerade noch. Dir sagen wie, aber ich würde es mal vermuten, ja. Hattest du nicht auch, als wir Battle Arena gemacht haben, auch gegen Sascha gekämpft in der Battle Arena? Ja, Sorg. Ich habe die Sense genau gesehen. Was für eine beknackte Ecke für einen Wachturm. Die werden nämlich gleich in der Wand spawnen. Scheiße. Ja, sonst müssen wir mal wieder so eine Battle Arena Action Jackson machen. Ich suche immer noch ein paar Schrauben. Was? Oh, der hängt da hinten, ne? Kacke, komm ich an den ran? Ja, ne? Warte mal von hier. Ey, das ist so blöd, ich komm da nicht hoch wegen dem Stein, ne? So, jetzt aber alle. Nee? Doch, alle. Twiggy. Er hat gut zugehauen. Ja, Ernachin spielt hier auch Awakening. Ich hätte gestern von den Toren World Cup Piece bekommen. Ah, okay, ja, nice. Ich bezweifle, dass ich überhaupt irgendwann mal eins droppe, aber. Wenn dann vermutlich von so einem Tower. Ich finde, mit Awakening drückt der Damage mehr. Aber wenn ich da teilweise überlege, wie mich der Steamplayer, wie der meinen Block wegballert mit seiner Awakening auch. Ist natürlich auch Gear, aber ich finde, der drückt schon ganz schön ordentlich mit seiner Awakening. Also generell bin ich bei der FF Spot, wenn ich so Awakening DK vor mir habe, immer ein bisschen vorsichtiger. Ich finde schon, dass sie drücken. Mehr drücken als das Succession DK. Aber kann mir natürlich auch nur so vorkommen, aber ich empfinde das auf jeden Fall so. Das ist dann auch schon gut AP, ne? Wenn ich dann nur mal meine 301 AP erreiche, dann drücke ich auch.
Ach, auf Twitter. Tungnek? Wie, du hast keine AB? Klar, so AB. Wieder dann Feierabend, BB und GZRNA. Du hast AD. Okay. Schade, noch eine Minute, Kudon. Aber du bist doch kein PvP-Pleb. Oder würdest du dich jetzt Pleb einschätzen? Finde ich nämlich gar nicht, Thorsten. Aber hallo. Ja, vielleicht jetzt gerade, wo du mehr mit der Corsair spielst und so ein bisschen aus der Dicke draußen bist, aber sonst eigentlich eher nicht so. Der flucht immer so lustig, wahrscheinlich auf Bayerisch, ne? Ich weiß. Ich kenn das Fluchen. Also ich würde mich auch so als Plebo einschätzen, ehrlich gesagt. Also ich mich selbst. Gratis Pizza ist da, lass sie schmecken. Ist für mich mit. Habe ich denn noch alles an? Ja, läuft alles mal. Astronom. Eieiei. Die XP bewegen sich einfach gar nicht hier unten. Eieiei. Das ist traurig. Ist zu alt, um was dazu zu lernen. Okay, das würde ich jetzt persönlich nicht so unterschreiben. Ich muss sagen, wenn ich so Battle Arena mache oder so, dann lerne ich schon aus den Fehlern. Die ich dann mache und merkst sie mir fürs nächste Mal. Das klappt eigentlich ganz gut. Weil es nie zu alt, um dazu zu lernen. By the way. Mein Airstrike ist eine Angewöhnung, ja, und ich mag mein Airstrike, weil viele rechnen damit nicht. Das hat mich schon ganz, ganz oft mehr den Hintern gerettet, als es mich getötet hat. Es ist eine ganz, ganz schreckliche Angewohnheit. Aber ja. Warte mal, ich habe einen Turm. Nur zu faul. Dass eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, oder so, ja, so kann man es natürlich auch sagen. Meine Mods hat immer Scam, weißt du, statt die einmal hinter mir stehen, nein. Die müssen immer noch mal tiefer bohren, immer noch mal noch mehr Salz und noch mehr Salz. Und ach, da ist noch eine Lücke, die ist fast verheilt. Oh komm, wir pieken noch mal rein, noch mehr Salz. Immer, immer. Turm down, ja. Nö, ich lese nicht weiter oben. Nö, ich lese nicht weiter oben. Nee, ich möchte kein Salz lesen. Gehst du, genau, Luca liegt auf dem Boden, nachtreten. Tritt, Sascha, tritt. Nein, Thorsten, du bist dran. Ich habe schon zu viel Blut an meinem Schuh. Tritt du.
Nächste WDM. Genau so ist das. Boah, bisher nur ein Blackchart, ne? Schon ein bisschen sad. Der DKMTV. Ich hab doch gesagt, ich bin heute zerbrechlich. Hab ich gesagt vorhin. Mo hat gesagt, das ist gelogen. Aber es ist nicht gelogen. Ah, danke. Yeah. Darüber erstmal eine Runde Backstreet Boys. Oder waren es ein Sync? Backstreet Boys, ne? Ich weiß gerade nicht, genau. Erstmal eine Runde heulen gehen. Unter der Decke. Eine Runde durch Hysteria rollen. Oh, nö. Ihr müsst nicht bei mir langrollen, ne? Ihr könnt ruhig auf euren Spots bleiben. Sascha und Thorsten. Ich weiß, dass du in Hysteria stehst, aber Sascha ist doch bestimmt nicht mit seinem Char in Hysteria. Die ist ganz fix von der EOBU gerollt. Ah ja. Musst aber erst mal ein Portal finden und so. Huch. Hab Kontakte mit dem Kompass. Ah ja, so ein Ding ist das hier. Okay. Sascha's connected. Ich hab extra gecheckt, ob du nur drei bist, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Ja. Guck mal. Warum seid ihr nicht so rücksichtsvoll wie Erna, ha? Huh? Hab halt kompastische Freunde. Okay. Alles klar. Kompastische Freunde. Gibt's das Wort überhaupt? Ich glaube nicht. Gerade erfunden, schreibst du fix in den Nuten. Okay. Kompastisch, okay. Kann man die buchen, diese kompastischen Freunde? Ich kannte früher auch mal welche, aber die sind alle abgehoben geworden. Die spielen an der GMT oben her. Die haben jetzt sowas wie Real Life. Ich würde mir schon irgendwie eine Halskette oder so wünschen. Heute noch. So eine Halskette oder noch so zwei, drei Black Charts. Wäre schon gut. Ich muss doch mal ganz dringend, warte mal, nochmal Tasche auspacken.
Kann dir eine Halskette aus Zuckerperlen zuschicken. Oh, okay. Nehme ich. Da kann ich währenddessen darauf rumknabbern, wenn ich grime gehe. Boah, als Kind habe ich die ja gemocht, ne? Diese Zuckerhalsperlen. Die fand ich ja richtig nice. Du nicht so? Die gab es ja auch als Armband und so. Oh, nice Skillpunkte. Vielleicht ist das auch so ein Mädchending. Was ich auch damals richtig nice fand, war Esspapier. Esspapier fand ich auch immer richtig nice. Ich fand es immer faszinierend, wie das am Gaumen klebt. Oder Center Shocks. Uff, Center Shocks waren auch nice. Esspapier bin ich dabei. Easy. Esspapier gibt's heutzutage noch. Ich weiß nur nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber es schmeckt super schämig. Vielleicht war das damals auch so und ich habe das als Kind einfach gar nicht so wahrgenommen. Aber was ich am geilsten fand, war hier dieses, das war so eine blaue Verpackung. Das gibt's aber heutzutage noch. So eine blaue Verpackung mit so einem, was war das? Kaugummi-Watte? Kaugummi-Zuckerwatte? Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Oh, das war nice. Oder diese Knister. Diese Knister-Scheiße. Ich weiß ja nicht, wie die heißt gerade. Ich weiß ja nicht, wie das heißt. Ich weiß nur noch, dass es so eine dunkelblaue Verpackung war. Pop Rocks heißt das? Aber ich meine nicht, diese Tube mit Kaugummi, ne? Ich meine wirklich diese Zuckerwatte-ähnliches Kaugummi ist das. Was bestimmt nach 10 Minuten seinen Geschmack wieder verloren hat, aber ist ja egal. Chemiesüßigkeiten. Ja, aber echt, ey. Ist echt so. Ist das scheiße? Ach, das ist Pop Rocks? Bin gut. Aber das gibt's auch heutzutage noch, meine ich. Das ist scheiße. Chipper Chips, aber dann nur mit Kaugummi. Ed von Schleck würde ich auch gerne wieder essen, ne? Aber gibt es alles nicht mehr. Kurz auf K. Danke für die Bilder im Kopf. oh Gott, Sascha. WTF? Du denkst zu bildlich. Heubrause. Immer durch die Nase. Nee, das habe ich nie gemacht. Was ich aber immer gemacht habe, war, wenn du früher ins Freibad gegangen bist, hattest du ja da auch immer so einen Kiosk. Und da hattest du so eine, was war denn das? So mega lange Plastikstangen. Ich glaube, das war auch Brause, die da drin war. Aber die hat nicht wie Brause geschmeckt, das war so richtig süß. Aber keine Ahnung, wie ich das anders erklären soll. Oh nein, Marc, bitte nicht, Alter. Ist ja übel ekelhaft. Das waren so ganz, ganz lange Stangen waren das gewesen. Und zwar richtig süß. Richtig süßes Zeug, was da drin war. Aber das war keine Ahoi-Brause. Ahoi-Brause war ja immer so ein bisschen sauer auch noch. Genau, Marc. Genau. Aber... Du siehst mich doch hier grinden. Hauptsache erstmal seine komischen Wasserbälle hier rein... Hier reinschmeißen. Heubräuse ist gesünder als Cola.
Cola trinke ich nicht. Ich trinke nichts, mit was du Rohre reinigen kannst. Das meine ich. Das sind irgendwie die Mobs hier gerade. Sieht's bad. Also kein Wasser. Das ist genau, was ich meine. Schnacker. Wasser, Zitronen? Zwei Bestandteile der Cola machen knochenbrüchig. Also Cola ist sowieso übelst schädlich. Aber ja. War ich noch nie der Fan von, habe ich noch nie wirklich getrunken. Blaue Fanta. Die war doch irgendwie mal, war die nicht letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder irgendwie sowas, so eine Sommer-Edition? Ich kann mich an irgendeine Werbung erinnern, auf jeden Fall. Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, ob ich die probiert habe. Blaue Fanta. Ich kann mich da nicht dran erinnern, ob ich das getrunken habe, ne? Ich weiß, ich kann mich nur noch so ganz vage an so eine Werbung erinnern von Blauer Fanta. Bestimmt der hat die nach Spülmittel geschmeckt. Wahrscheinlich gut chemisch auf jeden Fall, ja. Aber, ja. Der Saft in einer riesen Gummibärform. Also riesig war die nicht. Das war doch auch so 0,33 Liter, oder? Diese süße Plörre. Wo du oben den Kopf irgendwie abbrechen musstest, damit du das trinken kannst, oder? Meinst du das? Also das Einzige, was mir gerade einfallen würde. Nee, das nicht. Für Kinder ist das riesig. Okay. Möglich. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Ich wüsste nicht. Puffreis, ja, natürlich. Klar. Captain Puffreis. Captain auch heutzutage noch Puffreis. Da gab es früher immer diese. Oder gibt es immer noch. Wir fangen mit N an. Puffreis mit Schokolade überzogen. Die haben mir früher besser geschmeckt als heute. Wie ist denn der? Napoli? Wie heißen die denn? Irgendwas mit N fangen die an. Nippon. Nippon, genau. Nippon. Napoli. Napoli ist, glaube ich, eine Nudelsoße. Nudeln Napoli, glaube ich, ist eine Soße. Napoli ist, glaube ich, Tomatensoße mit Sahne und Kräutern. Meine ich. Nee, hat nichts mit Süßem zu tun, das ist richtig. Es gibt auch Nudeln Napoli. Das gibt es. Es ist nicht nur was für Honk. Das ist nicht nur eine Stadt in Italien. Das ist eine Soße. Safe. Safe call, dass das eine Soße ist. Honk, Alter. Warum heißt die Napoli?
Keine Ahnung. CJ, danke für den Follow, hello. Was weiß ich, warum die so heißen? Ja, siehst du? Da bricht erstmal Twitch, weißt du? Und sagt dann, nö. Die Frage darfst du nicht beantworten. Hat Twitch erstmal kurz gebrochen. Aber lass lieber nicht über Essen reden. Ich habe jetzt wirklich noch gar nichts gegessen. Außer Kaffee getrunken. Ich habe übel Hunger langsam. Lass lieber nicht darüber sprechen. Vielleicht, Erna. Das ist sehr naheliegend. Steht das am Foliat. Böse Menschen werden gegessen. Oha. Na gut, so ganz korrekt war der Napoleon ja tatsächlich nicht. Bolton? Was ist los mit Ihnen? Ah, jetzt so. Keine Box bekommen. Ja, genau. Bro. Klar ist der ein Duell-Fußball will. Pass mal auf, der wird mich jetzt wegrutzen. Von hinten gegrabt, so eine. Ich komm nicht hoch. Huhuhuhu. Habt ihr es gesehen? So, Käfer mit einer DK. Vielen Dank. Was? Jetzt beleidigt er mich auch noch? Der wollte mich am Mob stellen lassen. Ja, ja, und jetzt beleidigt er mich und sagt zu mir, ich bin, ja, ich kann es nicht sagen. Ich kann es leider nicht laut vorlesen. Nee, nee, das steht nicht gecarried. Das hätte ich sagen können. Da steht ein bisschen mehr. Springt halt einfach in meine Mobs rein, so, weißt du, und tut dann so, als wenn das ihnen ja alles gehört. Und dann beleidigt er mich, wenn ich im Duell für Spot platt mache. So ein Affe. Wir Beethoven. Du einfach Spot hast du gerade verpasst.
Und Vibi.